bin jetzt, glaube ich, das 7. Jahr in Nürnberg, wo ich hier lebe. Und ja, bevor ich dann nach Nürnberg gezogen bin, bin ich nach Nürnberg immer gependelt zum Training. Und wie gesagt, seit 7 Jahren wohne ich dann auch in Nürnberg. Wann hattest du denn zum ersten Mal einen Fußball in der Hand? Ich glaube, es war ja, so im Alter mit 3, 4 bestimmt. Und, aber ich kann mich so an die Zeit mit 5, 6 das erste Mal so richtig erinnern. Wo ich dann auch bei mir zu Hause in Reigering das erste Mal am Bolzplatz stand. Mit meinem großen Bruder, mit meinem Vater dann auch mal gekickt habe. Und das sind so die ersten Erinnerungen von mir. Und wie kam es dann zum Wechsel, zum Club? Ja, ich war damals, oder es gibt ja immer noch so DFB-Stützpunkte. Da war ich damals in Amberg bei einem und da gibt es immer wieder Sichtungsturniere. Und da war Scouts vom FC Nürnberg da. Und die haben mich dann mal zum Probetraining eingeladen und ja, habe ich da überzeugt. Und dann war für mich auch relativ schnell klar, das möchte ich machen. Und ja, meine Eltern waren dann auch einverstanden, dass ich den Schritt nach Nürnberg gehe und seitdem bin ich in Nürnberg hier. Ich glaube schon, dass Deutschland ja mit England, glaube ich, die beste Liga der Welt ist. Also wenn man sieht, was für Stars auch dann in die Liga kommen, dann ist das schon ein Riesenunterschied zu uns oder sag mal anderen Mannschaften mit uns auf Augenhöhe wie Hannover oder Augsburg. Deswegen ja, müssen wir das irgendwie anders wettmachen. Um ja, mannschaftliche Geschlossenheit ist da ein Thema, das glaube ich sehr wichtig ist bei uns und wo wir durchaus auch ja, dann besser sein können als Dortmund oder Bayern. Und das sind Sachen, ja, die man dann auf den Platz mitbringen muss gegen die. Ja, ich bin in Nürnberg sehr gerne auch hier unterwegs am Dutzenteich. Was natürlich sehr schön ist, auch wenn ja, es so Wetter ist wie heute, wenn die Sonne scheint, dann ist es schön am Wasser. Aber auch gerne mal in der Innenstadt mit der Freundin mal einen Kaffee trinken oder in ein paar Restaurants. Ihr bekommt Nachwuchs. Ja, es dauert nicht mehr lang und man kann es eigentlich kaum noch erwarten, bis die Kleine endlich da ist. Wann ist es denn soweit? Jetzt sind es noch knapp 6 Wochen und ich hoffe, die Zeit vergeht auch schnell jetzt bald. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf. Du hast gesagt, die Kleine. Hättest du lieber einen Jungen gehabt? Nee, ich habe mich da voll und ganz überraschen lassen und mir war das ja im Prinzip egal. Also Hauptsache, er oder sie ist gesund, in dem Fall sie. Und das ist das Wichtigste. Apropos Kinder, ich habe hier noch was mitgebracht. Das sind Fragen von einem 6- und einem 9-jährigen Club-Fan. Die würden sich bestimmt freuen, wenn du ihnen die beantworten könntest. Auf jeden Fall. Hallo Patrick, ich heiße Janis und bin 6 Jahre alt und ich habe 3 Fragen an dich. Die erste Frage ist, soll dein Kind auch mal Fußball spielen und beim Club spielen? Und was kannst du noch gut außer Fußball spielen und kannst du die Legende sehen? Also die erste Frage war, ob das Kind auch mal Fußball spielen möchte oder will. Das soll jetzt die Kleine dann selbst entscheiden. Also ich bin da nicht dahinter. Ich soll auch gerne andere Sportarten ausprobieren und was sie gerne möchte, soll sie dann auch machen. Kannst du noch was gut außer Fußball spielen? Ja, es gibt ein paar Sachen. Allgemein sportlich bin ich, glaube ich, nicht so unbegabt. Ich spiele sehr gerne Tennis oder auch mal gerne Basketball, wenn es mal zeitlich klappt. Wir spielen zurzeit sehr viel Tischtennis beim Training, also da bin ich auch einer der Besten bei unserer Mannschaft. Deswegen allgemein Sport liegt mir natürlich viel. Und zum Singen, das überlasse ich dann lieber den anderen. Den Text kann ich zwar auswendig, aber ich glaube, das möchte keiner hören, wie ich singe. Hallo Patrick, ich heiße Philipp, bin 9 Jahre alt und ich habe 3 Fragen an dich. Die erste ist, hörst du die Fans im Stadion singen? In welchem Stadion spielst du am liebsten? Und hast du schon mal ein goldenes Steak gegessen? Also, na klar, hört man unsere Fans immer eigentlich. Das sind sehr, sehr, sehr laute Fans. Auch auswärts, wenn sie mal ja, in Unterzahl sind, gegenüber den Heimfans, hört man sie immer. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr, sehr gute Fans haben und auch stolz sein können. Ja, am liebsten natürlich in unserem Stadion zu Hause. Das ist natürlich, ich glaube, jeder Spieler spielt gerne oder am liebsten zu Hause im Heimspiel. Genau. Und ein goldenes Steak habe ich noch nicht gegessen, aber dafür gerne mal ein normales Steak in Nürnberg in der Innenstadt. Gibt es auch sehr gute Restaurants. Vielen Dank auch an dich, Julia, für deine Zeit heute und herzlichen Glückwunsch zu eurem Nachwuchs. Dankeschön. Bist du schon aufgeregt oder kommt die Aufregung erst noch? Also im Moment geht's noch, aber ja, ich bin froh, wenn es rum ist und man hat schon so ein bisschen Bange. Ja, aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, dann wird es schon.
Auf was freust du dich am meisten nach der Geburt? Also am meisten freue ich mich auf die Zeit zu dritt. Der Paddy wird ja dann auch Sommerpause haben, also ich hoffe, dass er ein bisschen frei hat. Und ja, dass wir dann halt ein paar schöne Momente noch zusammen verbringen können. Wenn dann die Kleine da ist und vielleicht auch mal 2, 3, 4 Jahre alt ist, dann stehen euch auch einige Malstunden bevor. Wer von euch beiden ist denn der Kreativere? Ganz klar, sie. Wir haben eine kleine Aufgabe für euch. Könntet ihr für uns auch mal, wo ihr euch in 10 Jahren seht, Julia, wenn du die Kreativere bist, vielleicht willst du den Stift in die Hand nehmen. Ihr dürft euch aber auch gerne abwechseln. Du fängst auf jeden Fall mal an. Ja. Was ist mit Ruhe? Was malt ihr da jetzt gerade? Ein Haus. Mit unseren Kindern vielleicht. Erstmal ein Kind, vielleicht das zweite dann. Wo soll das Haus stehen? Das ist die Frage. In Nürnberg. Ich denke, im Raum Nürnberg, wo wir uns sehr wohl fühlen. Ich denke, das hier in der Gegend passt das ganz gut. Wo bist du denn aufgewachsen, Julia? In Wendelstein und dann mit 3 Jahren bin ich nach Herschburg gezogen. Ja, kein so große Fenster, sondern so kleine Tür. Ja, das tut man nicht. Scheiße, klar. Seit wann wohnt ihr denn bisher jetzt zusammen? Ich wohne in diesem Zimmer. Das war Dezember. 3 Jahren? Nein. Das kriegst du noch nicht mal zusammen. Im Dezember werden es 3 Jahre. Oh Gott. Wollt ihr das Bild vorstellen und was dazu sagen? Sag. Also wir haben, oder Merci hat ein Haus gemalt. Haus, Garten. Eine Schaukel dazu, uns beide und die Kinder, die hoffentlich noch folgen werden. Vielen Dank. Wahre Kunst. Philipp und Janis haben euch auch noch ein paar schöne Bilder gemalt. Was ist denn da drauf zu sehen? Also bei mir hat der Philipp ein schönes Stadion gemalt. Ich hoffe, das soll unser Stadion sein nach den Farben. Einen Platz in der Mitte, ich glaube, das hat er sehr, sehr gut gemeint. Und auf dem zweiten Bild vom Janis hat er den 1. FC Nürnberg, unsere Mannschaft gemeint. Die gelb-schwarzen, ich glaube, das soll Dortmund sein. Finde ich auch sehr, sehr gut gelungen und nicht um einiges besser als unsere Leistung vorhin. Ja, ich habe auch noch mitgebracht, einmal Schuhe, Trainingsschuhe von mir getragen, noch leicht dreckig, aber ja, das tut mir, dass sie benutzt waren. Und ein getragenes Trikot von mir. Und ja, kann man gewinnen. Einfach auf Instagram mitmachen, auf dem Kanal Sportlerherzen. Und ja, wer am meisten Glück hat, kann sich über die Schuhe und das Trikot freuen.